Ich lade euch ein, die Heilige Schrift mit mir aufzuschlagen zum ersten Brief an die Korinther. Erster Korintherbrief. Erster Korinther, Kapitel 3. Ich lese uns die Verse 4 bis 9. Schreibt der Apostel Paulus, inspiriert vom Heiligen Geist. Denn wenn einer sagt, ich bin des Paulus und der andere aber, ich des Apollos, seid ihr nicht menschlich? Was ist denn Apollos? Und was ist Paulus? Diener, durch die ihr gläubig geworden seid, und zwar wie der Herr einem jeden gegeben hat. Ich habe gepflanzt, Apollos hat begossen, Gott aber hat das Wachstum gegeben. So ist weder der, der pflanzt etwas, noch der, der begießt, sondern Gott, der Wachstum gibt. Der aber pflanzt und der begießt sind eins. Jeder aber wird seinen eigenen Lohn empfangen nach seiner eigenen Arbeit. Denn Gottes Mitarbeiter sind wir, Gottes Ackerfeld, Gottes Bau seid ihr. Lass uns beten. Geliebter Herr Jesus Christus, wir danken dir, dass du jetzt in unserer Mitte bist, dass du selbst unser Lehrer, unser Meister bist, dass du uns rufst zu deinen Füßen. Wir bitten dich, hilf uns. Hilf, dass wir dieses Wort verstehen, es annehmen und dann auch umsetzen, was du uns lehrst, dass wir nicht nur Hörer des Wortes sind, sondern auch Täter. Und so, Jesus Christus, bewirk in uns durch dein Wort, was dir gefällt. Wir preisen deinen hochheiligen Namen und bitten dich, sprich zu uns, wir wollen hören. Amen. Amen. Nimm gerne Platz. Ihr Lieben, wenn ein Jahr zu Ende geht und ein neues Jahr anfängt, dann ist das ganz natürlich für uns Menschen, dass wir auch mal zurückblicken und uns vielleicht fragen, wie war das vergangene Jahr? Und ich denke, wenn wir zurückblicken, dann sehen wir vieles Erfreuliches, vieles Schönes. Aber da werden es sicherlich auch Dinge geben, wenn du in dein Leben schaust, wo du sagst, da gibt es Dinge, die könnten besser laufen. Da gibt es Dinge, die hätten besser laufen können. Wenn ich zurückblicke, und das habe ich die letzten Tage gemacht, ich habe nachgedacht und ich muss bekennen, dass es viele Bereiche gibt in meinem Leben, wo ich noch großes Wachstumspotenzial habe, wo Dinge noch viel besser laufen können. Vor allem im geistlichen Bereich. Und das wünsche ich mir für mich selbst 2016 und darüber hinaus. Ich wünsche mir Wachstum. Ich möchte vorankommen in meinem geistlichen Leben. Ich möchte nicht derselbe bleiben, weil noch so vieles unreif ist und noch so vieles wachsen muss in meinem Leben. Erinnert euch daran, was Paulus sagt im Philipperbrief, wo er schreibt in Kapitel 3, nicht, dass ich es schon ergriffen habe oder schon vollendet bin. Ich jage ihm aber nach, ob ich es auch ergreifen möge, weil ich auch von Christus ergriffen bin. Brüder, ich denke nicht von mir selbst, es ergriffen zu haben, aber eines tue ich, ich vergesse, was da hinten ist und strecke mich aus nach dem, was vorn ist und jage auf das Ziel zu, hin zu dem Kampfpreis der Berufung Gottes nach oben in Christus Jesus. Paulus will Fortschritt. Er wünscht sich Wachstum in seinem eigenen Leben. Und das wünsche ich auch dir. Ich wünsche dir, dass du keinen Stillstand in deinem Leben erlebst. Oder gar schlimmer noch Rückstand. Ich wünsche dir von Herzen, dass du Fortschritt machst. Dass du wächst. Dass du 2016, aber darüber hinaus, großen Wachstum erlebst. Ich wünsche mir das für uns als Gemeindegründung, dass wir geistlich wachsen. Dass es keinen Stillstand gibt, sondern dass wir heranreifen und dass unsere Fortschritte offenkundig sind, für alle sichtbar.
Sehnst du dich danach, geistlich zu wachsen, weiterzukommen, nicht so zu bleiben, wie du jetzt bist? Ihr wisst, dass die Korinther ein Problem hatten. Eigentlich hätten sie geistlich wachsen sollen, aber sie blieben geistliche Kleinkinder, unreif. Und Paulus wirft ihnen das hier vor. Und unser Predigttext nun lehrt uns einige wichtige Prinzipien zu diesem Thema geistlicher Wachstum. Wie geschieht eigentlich geistlicher Wachstum? Wo kommt der her und wie können wir wachsen? Lass uns zunächst einmal einige Wahrheiten uns vor Augen führen, so drei ungefähr, uns vor Augen führen, was der Text uns sagt zum Thema geistlicher Wachstum. Und dann möchte ich gerne danach praktische Anwendungen geben, und das werden ungefähr 10 sein. Also zunächst einmal Wahrheiten, lehrmäßige Wahrheiten, und dann möchte ich viele Anwendungen, denn es ist ein sehr praktischer Text, weitergeben. Die erste Wahrheit, die ich dir mitgeben möchte aus diesem Text, ist: Gott gehört die Gemeinde, er hat sie erwählt, er hat sie erkauft, die Gemeinde ist sein persönlicher Acker, sein Feld, sein Ackerboden. Paulus schreibt das hier in Vers 9, denn Gottes Mitarbeiter sind wir, Gottes Ackerfeld, er spricht an die Gemeinde zu Korinth, Gottes Ackerfeld seid ihr. Die Gemeinde ist Gottes Ackerfeld. Die Gemeinde gehört nicht Apollos, die Gemeinde gehört nicht Paulus, die Gemeinde gehört den Herrn. Er selbst hat sie erkauft, und wir haben gerade gelesen, wie er sie erkauft hat. Indem er sich hat kreuzigen lassen und sein Blut vergossen hat. Als Lösegeld, als Bezahlung für viele. Wie es heißt in Apostelgeschichte 20, Vers 28, er hat die Gemeinde erworben, gekauft durch sein eigenes Blut. Gott hat sich einen Acker auserwählt vor Grundlegung der Welt, und er hat diesen Acker bezahlt mit seinem eigenen Blut. Erinnert euch daran, wie Jesus Christus dem Paulus beistand in einer Nacht und ihm sagte: Hör nicht auf zu predigen, fürchte dich nicht, denn ich habe ein großes Volk in dieser Stadt. Nur diese Menschen waren noch nicht alle in der Gemeinde da. Von diesem großen Volk war noch nicht viel zu sehen. Und Jesus spricht ihm zu: Ich habe mein Volk, ich habe es erkauft, es ist groß und es ist in dieser Stadt. Mein Ackerfeld. Mein. Die Gemeinde gehört dem Herrn und ihm allein. Erinnert euch daran, was die Korinther gesagt haben. Der eine sagte, ich gehöre zu Paulus, der andere sagte, ich gehöre zu Apollos oder zu Kephas, also zu Petrus. Paulus sagt ihnen: Hört auf damit. Ihr gehört einem, dem Herrn. Ihr seid sein Acker. Er hat euch gekauft. Ihr seid sein Besitz. Ihm allein gehört ihr. Und jetzt will ich dich mal fragen, wenn Gott sich einen Acker holt, wenn er sich einen Acker erkauft, was will er wohl damit? Was will jemand mit einem Acker? Warum sollte sich jemand einen Acker kaufen? Das ist der zweite Punkt. Gott ist an Frucht interessiert. Gott will Frucht. Und darum bewirkt Gott selbst den Wachstum und die Frucht, das, was er haben will. Gott ist an Wachstum interessiert. Dieser Acker, den er sich erworben hatte, ist in sich selbst eigentlich unfruchtbar und unbrauchbar. Alles, was da wächst, ist Unkraut. Nichts, was irgendwie Ertrag bringen würde. Dieser Acker ist brach und fruchtlos. Doch Gott tut etwas. Gott selbst schenkt Wachstum. Wie Jesus seinen Jüngern einst sagte in Johannes 15, Vers 16: Ihr habt mich nicht erwählt, sondern ich habe euch erwählt. Wozu? Ich habe euch erwählt und euch dazu bestimmt, dass ihr hingeht und Frucht bringt und eure Frucht bleibe. Dazu habe ich euch erwählt. Er hat seinen Ackerbogen erwählt, gekauft und bestimmt, dass er Frucht bringt. Frucht für Gott. Wie tut Gott das? Der Text sagt uns das. In Vers 5 zum Beispiel: Ihr seid gläubig geworden. Das ist das Erste, was Gott tut mit diesen Acker, der fruchtlos ist. Er bewirkt zunächst Frucht des Glaubens. Und dann Vers 7, Gott ist es, der Wachstum schenkt. Das heißt, er schenkt A, den Glauben, und B, Glaubenswachstum. Gott schenkt den Glauben und er schenkt Glaubenswachstum. Gott will Frucht. Jesus Christus sagte einmal zu Israel, dass auch Gottes Acker genannt wurde, aber keine Frucht gebracht hat.
Jesus sagte einst zu den, zu diesen gottlosen Israeliten, mit denen er da gerade redet. Er sagte zu ihnen in Matthäus 21, Vers 43, wichtige Worte. Deswegen sage ich euch, das Reich Gottes wird von euch weggenommen und einer Nation gegeben werden, die seine Früchte bringen wird. Gott ist an Frucht interessiert. Diese Nation, von der Jesus Christus hier spricht, ist die weltweite Gemeinde Jesu, Gottes Acker, bestehend aus Heiden und Nationen, aus allen Völkern. Und Gott schenkt Wachstum. Nun die Frage aber, wie schenkt Gott Wachstum? Passiert das über Nacht, dass du morgens aufwachst und plötzlich hast du Glauben? Oder du wachst morgens auf und plötzlich ist dein Glauben stärker geworden, gewachsen? Funktioniert das so? Wie schenkt Gott Wachstum? Und das ist das Dritte. Gott schenkt Wachstum durch Arbeiter, die in sich selbst nichts sind, doch der Herr gebraucht sie. Gott gebraucht seine Feldarbeiter, um Wachstum auf seinem Acker zu bewirken. Der Herr sendet Seemänner, die Saat aussehen. Und er sendet Bewässerer, Feldarbeiter, Bauern, die arbeiten auf diesem Acker. Er sandte Paulus, um eine ganz bestimmte Saat auszusehen, und zwar eine geistliche Saat. Paulus schreibt in 1. Korinther 9, Vers 11, wir haben euch das Geistliche gesät. Ein geistlicher Same wird ausgesät. Was hat Paulus ausgesät? Er beschreibt das in 1. Korinther 15. Ich tue euch aber, Brüder, das Evangelium kund, das ich euch verkündigt habe, das ihr auch angenommen habt, in dem ihr auch steht, durch das ihr gerettet werdet, wenn ihr festhaltet, mit welcher Rede ich es euch verkündigt habe, es sei denn, dass ihr vergeblich zum Glauben gekommen seid. Denn ich habe euch vor allem überliefert, und jetzt kommt das Evangelium, was ich auch empfangen habe, dass Christus für unsere Sünden gestorben ist nach den Schriften und dass er begraben wurde und dass er auferweckt worden ist am dritten Tag nach den Schriften. Das ist die geistliche Saat, die Paulus mitgebracht hat und ausgestreut hat, und Menschen sind zum Glauben gekommen durch diese Saat, durch Gottes Gnade. Junge Pflanzen wuchsen heran, doch dann musste Paulus gehen. Und Apollos kam. Apollos auch ein Feldarbeiter. Er bewässerte diesen Samen, der ausgestreut wurde. Und das war keine einfache Aufgabe. Es ist nicht wie in Deutschland, wo es einfach regelmäßig regnet. Dort in den südlichen Regionen, da mussten Bewässerungssysteme sich erdacht werden. Und dieser Apollos musste weise handeln. Und er kam, er lehrte. Er gab pastorale Begleitung und Seelsorge. Er predigte Gottes Wort. Ist der Same, der Glauben bewirkt. Und Gottes Wort ist das Wasser, das Glaubenswachstum bewirkt. Gott sendet Männer auf seinem Acker. Männer, die er sich ausgesucht hat. Männer, die er eingestellt hat. Männer, die er einsetzt. Seine Feldarbeiter. Und diese Männer agieren im Rahmen der Gemeinde. Das bedeutet auf dem Acker. Sie müssen den Acker betreten. Es sind keine fernen Internetprediger. Es sind Männer vor Ort, die die Erde riechen, die Pflanzen sehen und kennen, mit ihren eigenen Händen arbeiten in dieser Erde. Sie eingesetzt sind zum Wachstum für die Gemeinde. Diese Männer gebraucht Gott. Was ist denn Apollos und was ist Paulus? Diener, durch die ihr gläubig geworden seid. Und zwar wie der Herr einem jeden gegeben hat. Wie der Herr einen jeden gegeben hat, geht hier nicht um den Glauben, sondern es geht darum, was Gott den Männern gegeben hat, die dort wirken. Und der eine hat gepflanzt, der andere hat begossen, so dass Wachstum entstanden ist. So wie Gott einen jeden gegeben hat. Also Gott hat Mitarbeiter und er benutzt sie, wie er sie benutzen will. Sie sind seine Instrumente. Diese Mitarbeiter selbst können kein Wachstum hervorbringen. Ein Bauer kann pflanzen, ein Bauer kann begießen, aber ein Bauer kann kein Wachstum schenken. Aber Gott gebraucht sie als seine Instrumente, Diener, durch die ihr gläubig geworden seid. Gott stellt diese Diener an und Gott lohnt diese Diener. Das heißt hier, und jeder wird seinen eigenen Lohn empfangen nach seiner eigenen Arbeit. Und
Paulus lehrt hier der Gemeinde in Korinth, dass wenn es irgendein Wachstum gibt in ihrer Mitte, wenn irgendetwas passiert ist, dann ist kein Mensch zu rühmen. Und das haben sie gemacht. Sie rühmen Paulus, Apollos, andere. Und wenn irgendeiner zum Glauben gekommen ist und wenn irgendeiner im Glauben gewachsen ist, so ist es allein der Herr. Und selbst wenn er Menschen gebraucht hat als seine Instrumente, wenn er sie begabt hat und beauftragt hat, dann war er es doch allein, der Wachstum geschenkt hat. Und es raubt den Herrn die Ehre, wenn man Menschen rühmt. Er ist der eine wahre Gemeindegründer. Also rühm keine Menschen, rühm nicht den Prediger, sondern rühme Gott, der dir diesen Prediger gesandt hat. Lass mich das jetzt mal kurz zusammenfassen, diese theoretischen Punkte jetzt. Also Gott gehört die Gemeinde, er hat sie erwählt, erkauft. Gott hat diesen Acker erworben, weil er selbst Frucht haben will. Und er sorgt dafür, dass sein Acker Frucht hat. Er schenkt Wachstum, indem er Glauben schenkt, Glaubenswachstum. Und er bedient sich darum seiner Arbeiter, die in sich selbst nichts sind und nichts können, aber der Herr stellt sie ein und der Herr stattet sie aus und der Herr gebraucht sie, so dass Glaubenswachstum geschieht und darum ist allein Gott zu rühmen und kein Mensch. Gott selbst wird seine Arbeiter belohnen. So, das sind jetzt diese drei Wahrheiten, ja? Aber jetzt lasst uns mal 10 praktische Anwendungen davon anschauen, weil ich denke, dieser Text, der ist voll von Anwendungen und ich will Anwendungen in 2 Bereichen geben. Einmal wollen wir Anwendungen sehen aus der Perspektive des Ackers. Anwendungen aus der Perspektive des Ackers und dann Anwendungen aus der Perspektive des Arbeiters, des Feldarbeiters, okay? Die erste Anwendung, die ich weitergeben möchte, ist, die du dir unbedingt bewusst machen musst. Du gehörst nicht dir selbst. Du gehörst nicht dir selbst. Gehörst du zu Gottes Acker, bist du Gottes Besitz. Gehörst du als Gläubiger zu einer Gemeinde, dann bist du Gottes Besitz. Und wozu bist du dann da? Um Gott Frucht zu bringen. Was ist der Sinn deines Lebens? Du gehörst Gott, um Gott zu dienen, um ihm Frucht zu bringen. Paulus schreibt später im Korintherbrief, Kapitel 6, Vers 19, oder wisst ihr nicht, dass ihr nicht euch selbst gehört? Habt ihr das vergessen? Wisst ihr das nicht? Also was sollte passieren im Jahre 2016 in deinem Leben? Du solltest dir klar machen, dass du nicht dir selbst gehörst, sondern dass du lebst zu Gottes Ehre und du solltest Frucht bringen. Und wenn du dir die Bibel anschaust, gibt es Frucht in zweierlei Weise. Erstmal Frucht im Charakter. Und aus dieser Frucht des Charakters entsteht dann Frucht der guten Werke. In Galater 5, Vers 22 heißt es, die Frucht des Geistes aber ist Liebe und Freude und Friede und Langmut, Freundlichkeit, Güte und Treue, Sanftmut und Enthaltsamkeit. Und wenn diese Frucht des Geistes in deinem Leben zu finden ist, wird das passieren, was in Kolosser 1, Vers 10 steht, wandelt den Herrn würdig, zu allem Wohlgefallen, fruchtbringend in jedem guten Werk. Verstehe, dass du nicht für dich selbst lebst, sondern du bist Teil des Ackers und damit ist deine Aufgabe, Frucht zu bringen für den Herrn. Und zwar im Charakter und in deinen Werken. Ihr kennt das in Lukas 13, wo Jesus sagt, er sagte aber dies Gleichnis, es hatte jemand einen Feigenbaum, der in seinem Weinberg gepflanzt war und er kam und suchte Frucht an ihm und fand keine. Er sprach aber zu den Weingärtnern, siehe, 3 Jahre komme ich und suche Frucht an diesem Feigenbaum und finde keine, hau ihn ab, wozu macht er das Land unbrauchbar? Er beantwortet und sagt zu ihm, Herr, lass ihn noch dieses Jahr, bis ich um ihn grabe und Dünger legen werde. Und wenn er künftig Frucht bringt, wird gut, aber wenn nicht, so magst du ihn abhauen. Gott kommt und schaut nach Frucht. Vielleicht hat er bisher keine Frucht in deinem Leben gesehen. Und vielleicht gibt er dir nur noch dieses eine Jahr. Ich weiß es nicht. Wehe dir, wenn du keine Frucht bringst. Denn der Tag kommt und die Axt ist schon an den Baum gelegt. Du lebst nicht für dich selbst,
Du bist da, um Frucht zu bringen für ihn. Er starb für dich und darum verdient er es, dass du ganz für ihn lebst. Paulus beschreibt das in 2. Korinther 5. Er sagt ab Vers 14, denn die Liebe Christi drängt uns, da wir zu diesem Urteil gekommen sind, und ich hoffe und bete, dass du zu diesem gleichen Urteil kommst. Wir sind zu diesem Urteil gekommen, dass einer für uns alle gestorben ist und somit alle gestorben sind. Und für alle ist er gestorben. Wozu? Wozu ist Jesus gestorben? Hör mal her. Damit die, welche leben, nicht mehr sich selbst leben, sondern dem, der für sie gestorben und auferweckt worden ist. Warum ist Jesus gestorben? Damit du nicht mehr für dich selbst lebst, sondern für ihn, der für dich gestorben und auferstanden ist. Frucht, Charakter und in den Werken kurzum Christus Ähnlichkeit. Das ist das, was der Herr bei dir sucht. Dafür lebst du, um den Herrn die Ehre zu geben, denn er kommt und er schaut nach Frucht. Darum das Zweite, trachte nach Wachstum, trachte danach. Und nur Gott kann dir diesen Wachstum schenken. Vielleicht sagst du, es mangelt dir am Glauben. Du sagst, du hast kaum Glaubenswachstum. Nun dann ruf doch den einen an, der dir Glaubenswachstum schenken kann, dass du sprichst, Herr, ich glaube, hilf meinem Unglauben, hilf mir auch, mehre unseren Glauben. Ruf den Herrn an. Aber dann sei auch bereit, die Arbeit des Herrn in deinem Leben anzunehmen. Er tut es auf unterschiedliche Weise. Vielleicht bist du auch hier und sagst, wenn du dir das 2015 das Jahr anguckst und sagst, ich bin so wenig gewachsen. Viel mehr sehe ich immer mehr in meinem Bereich, wo ich fehle und wo ich Sünde habe. Ich möchte dir sagen, was ein Puritaner sagte. Die richtige Art und Weise zu wachsen ist, in den eigenen Augen zu schrumpfen. Je mehr du in der Erkenntnis Gottes wächst, je mehr du seine Heiligkeit und Größe siehst, desto deutlicher siehst du auch deine eigene Sünde und Niedrigkeit. Vielleicht ist das Einzige, was du siehst im letzten Jahr, ist, du hast noch mehr von deiner Schuld erkannt. Das ist geistlicher Wachstum. Denn es zeigt, dass du die Heiligkeit Gottes mehr erkannt hast. Wie Spurgeon eins sagte, und das habe ich schon oft zitiert, du bist nicht reif, wenn du eine hohe Wertschätzung von dir selbst hast. Wer sich selbst rühmt, ist nur ein Baby in Christus, also ein Kleinkind in Christus, wenn er überhaupt in Christus ist. Junge Christen mögen viel von sich denken. Christen, die wachsen, denken nichts von sich selbst. Reife Christen wissen, dass sie noch weniger als nichts sind. Denn je heiliger wir sind, desto mehr werden wir trauern über unsere Schwächen und desto bescheidener ist auch unsere Selbsteinschätzung. Darum meine nicht, dass du nicht geistlich wächst, nur weil du immer mehr Wachstumspotenzial in deinem Leben siehst. Bäume wachsen meistens nicht so, dass du ihm beim Wachsen zusehen kannst. Sie machen kleine Schritte. Wenn ihr zu Hause mal Zeit habt, dann lest dann mal in Jesaja Kapitel 28 ab Vers 23. Da gibt Gott ein Gleichnis weiter. Ein Gleichnis vom Ackerbau. Und Gott vergleicht sich mit einem Bauern und sagt, ich hab den Bauern beigebracht, dass sie zu verschiedenen Zeiten verschiedene Dinge tun müssen. Sie säen nicht immer, sie pflügen, sie dreschen, sie machen verschiedene Dinge. Und diese Weisheit, die haben die Bauern von mir. Und Gott lehrt durch dieses Gleichnis, dass er genau das Gleiche tut. Es heißt dann, der Herr der Herrscharen führt seinen Plan wunderbar aus, seine Weisheit lässt er groß sein. Er weiß genau, zu welcher Zeit er was tut in deinem Leben und wie er handelt. Gott wendet verschiedene Arbeiten in deinem Leben an. Manchmal tut es weh, weil er Dinge umpflügt und weil er diesen harten Boden auflockert. Manchmal reißt er Unkraut raus und manchmal beschenkt er dich mit reicher Saat, mit viel Wasser. Manchmal überführt er dich, er mahnt dich und warnt dich, manchmal demütigt er dich, zerbricht dich, aber dann tröstet er dich wieder, ermutigt dich und stärkt dich.
Vielleicht bist du gerade in so einer Situation, wo du dich fragst, was tut der Herr und was bezweckt er mit dieser schwierigen Zeit in deinem Leben? Er hat ein Ziel. Er will Frucht hervorbringen. Und darum arbeitet er an deinem Leben. Darum, wenn du ihn anflehst um Wachstum, dann stell dich auch darauf ein, dass er Arbeiten durchführt an deinem Leben. Du wirst nicht einfach morgens aufwachen und der Glaube ist gestärkt. Er wird arbeiten an deinem Leben. Durch manche Dinge, die dir vielleicht auch nicht gefallen werden. Aber wenn du dich danach sehnst, dass Frucht entsteht, dann nimm diese Arbeiten an und preise seine Hände, selbst wenn er Dinge abschneidet in deinem Leben. Wie Jesus sagt im Johannesevangelium, dass der Vater schneidet, auf dass noch mehr Frucht entsteht. Das dritte ist, bete aber nicht nur dafür, sondern nehme auf, was Gott dir gibt. Was meine ich damit? Nun, zunächst einmal, vielleicht fragst du dich, wenn du zurückblickst im Jahre 2016, warum bin ich eigentlich so wenig gewachsen und woran liegt das? Nun, zunächst einmal, und einige, ich habe das jetzt auch vor einigen Tagen erst erlebt, dass Leute mich fragen, warum bin ich so geistlich schwach oder warum komme ich nicht voran in meinem Leben? Zunächst einmal muss ich dich dann fragen, wo stehst du? Was meine ich damit? Es kommt drauf an, wo du stehst. In Frankfurt, als ich einmal also eine Bootsfahrt gemacht habe, wurde das erzählt. In Frankfurt, wenn du am nördlichen Mainufer spazieren gehst, kann es vorkommen, dass du plötzlich in einem merkwürdigen Garten stehst, das Nizza-Ufer. Warum ist dieser Ort merkwürdig? Nun, da wachsen exotische mediterrane Pflanzen, die du eigentlich nur in den Gärten der französischen Riviera siehst, also irgendeinen Orten, wo es eigentlich wärmer ist. Ja? Wie geht das? Nun, die haben gesagt, dass dieser Garten den perfekten Standort hat. Da kommt vieles zusammen, diese Südlage und der Garten, der wird geschützt von Mauern und der Fluss reflektiert diese Sonneneinstrahlungen und alles wird aufgewärmt. Und durch all diese Faktoren entsteht dieses mediterrane Mikroklima. Und mitten in Frankfurt, in Deutschland, wachsen diese Pflanzen. Alles kommt darauf an, wo du stehst, wo du bist. Willst du geistlich wirklich wachsen? Nun, dann musst du wirklich auf Gottes Acker stehen. Gott hat nirgendwo anders Wachstum verheißen, nur mal so. Auf seinem Acker, in seiner Gemeinde, hat er Wachstum verheißen. Du musst fester Teil der biblischen Gemeinde sein, wo Gott seine ausgewählten Arbeiter hat, die dir dienen. In der Gemeinde, wo biblische Faktoren zusammenkommen, so dass du geistlich wachsen kannst. In einer Gemeinde, wo Gott wohnt, wirkt und wandelt. Es reicht nicht, und wir leben in einer individualistischen Zeit, wo Leute einfach meinen, ja, ich und Gott und es reicht. Ich kann nicht genug betonen, wie wichtig ein biblischer Standpunkt ist. Ein biblischer Standort, eine biblische Gemeinde. Erst heute kam eine Frau zu mir, Gottesdienst in Wetzlar, die mir sagte, Internetprediger reichen nicht. Sie hat recht. Gott will, dass du Prediger vor Ort hast. Menschen, die nicht über dich herrschen, aber Menschen, die dir dienen, dass du wächst. Sie dienen dir im Wort. Das Wort ist der Same und das Wort ist das Wasser. Das Wort schenkt dir Glauben und das Wort schenkt dir Glaubenswachstum. Natürlich, und versteht mich nicht falsch, natürlich sollt ihr zu Hause die Bibel lesen und darin wachsen. Damals war das nicht so einfach, denn die Christen hatten nicht 5 Bibeln zu Hause liegen, sondern keine einzige. Und darum war die Gemeinde für sie die Bewässerungsstation, der Ort, wo sie das Wort Gottes gehört haben. Hier kamen sie und saugten jedes Wort auf. Was du brauchst, unbedingt, ist eine Gemeinde, wo Gott durch sein Wort so hineinspricht in dein Leben. In dein Leben. Durch die Arbeiter, die Gott eingesetzt hat, um dir zu dienen. Wenn das nicht geschieht, wenn du meinst, ohne Gemeinde leben zu können, wenn du überhaupt überlebst, wenn überhaupt, dann wirst du eine mickrige Pflanze bleiben.
eine sehr kränkliche, mickrige Pflanze. Jeder muss ein persönlicher Bibelforscher sein, für sich persönlich. Jeder muss lesen und studieren. Aber heute sagen viele, ich bin mein eigenes Feld, ich bin mein eigener Arbeiter, ich werde schon selbst dafür sorgen, dass der Same auf den Boden fällt und mich selbst bewässern. So ist es nicht gedacht. Durch die gesamte Heilige Schrift ist das nicht so gedacht. Du brauchst eine Gemeinde. Und hier im Kontext der Gemeinde ist die Frage, wie nimmst du das auf, was dir von Gott geschenkt wird? Das ist ja der zweite Punkt. Also bete nicht nur, sondern nimm das auf, was Gott dir schenkt. Also wie nimmst du diesen Dienst, dieses Wort auf, das dir gegeben wird? Gott schreibt in Jesaja 55, oder lässt schreiben, denn wie der Regen fällt vom Himmel, der Schnee und nicht dahin zurückkehrt, sondern die Erde tränkt, sie befruchtet und sie sprießen lässt, dass sie dem Seemann Samen gibt und Brot dem Essenden, so wird mein Wort sein, das aus meinem Mund hervorgeht. Es wird nicht leer zu mir zurückkehren, sondern es wird bewirken, was mir gefällt und ausführen, wozu ich es gesandt habe. Gott sendet dir in der Gemeinde sein Wort. Auf besondere Weise. Gott segnet die Predigt im Kontext seiner Gemeinde. Es gibt zwei Probleme bei Pflanzen. Einmal, wenn es zu wenig Wasser gibt, und dieses Problem haben wir in ganz Deutschland. Diese Frau, die gesagt hat, man kann nicht nur von Internetpredigern leben, hat mir heute auch gesagt, in ihrer Gemeinde wird nicht wirklich gepredigt. Sie ist also 1,5 Stunden gefahren dann nach Wetzlar, um eine Predigt zu hören. Das ist ein großes Problem, dass es zu wenig Wasser gibt an vielen Orten. Es gibt Trockenheit in unserem Land, Dürre. Es gibt aber noch ein Problem, und das möchte ich jetzt ansprechen, was uns vielleicht eher betrifft, die wir zur Gemeinde kommen, die wir Gemeinde lieb haben, Gemeinde sein wollen. Ich erlebe immer wieder eine Sache, wenn ich Blumen gieße. Ich habe das Talent, zu viel zu gießen. Und wenn ich dann gieße und gieße, dann kommt unten das Wasser wieder raus. Kennt ihr das? Passiert mir ständig. Ich gieße so viel Wasser hinein und die Erde kann das ganze Wasser gar nicht halten. Und was ich damit sagen möchte ist, achte genau darauf, wie du das Wort aufnimmst. Ich sag dir was. Hör dir nicht unter der Woche 20 oder was auch immer wie viel Internetpredigten an. Und hör nicht darauf, wenn Leute kommen und sagen, hier, das sind die 20 besten Prediger, von dem musst du noch was hören, von dem musst du noch was hören. Und du hörst und du hörst und du liest noch dieses Buch und machst noch das. Und in Wirklichkeit merkst du gar nicht, dass dein Herz so übersättigt ist, dass eigentlich das ganze Wasser unten rausläuft. So, dass du vielleicht im Gottesdienst sitzt, jetzt sitzt, und du hast schon so viel gelesen und du hast schon so viele Predigten angehört, dass du den Gottesdienst verlässt und das Wasser läuft raus. Du hast überhaupt gar nicht mehr die Kapazität, das aufzunehmen. Es gibt Leute, die lesen viele Bücher, sie hören sich viele Internetpredigten an und lesen im Internet irgendwelche Blogs und sie meinen, das könnten sie alles aufnehmen und würden geistliche wachsen, merken aber gar nicht, dass das alles durchsickert und dass kein wahrer Wachstum entsteht. Warum? Weil sie das Wort Gottes gar nicht in ihrem Herzen wirklich bewegen und bewahren. Versteht ihr, was ich meine? Achte darauf, wie du mit dem gepredigten Wort umgehst. Und zwar in erster Linie mit dem Wort, was Gott dir lokal an dem Ort schenkt, wo er dich auf den Acker hingestellt hat. Also Gott sendet dir Arbeiter, die für deine Seele beten und für dich predigen. Da musst du doch besonders darauf achten, wie du mit diesem Wort umgehst. Gott hat dir nämlich versprochen, dich an diesem Ort zu begießen. Nirgendwo anders hat er es dir sonst versprochen. Es ist schön, und ich höre auch Internetpredigten und lese Bücher und so weiter, es ist schön, dass wir dieses Privileg haben, auch über unseren Tellerrand hinaus zu hören. Ja? Ich bin nicht dagegen, Predigten im Internet zu hören, aber zwei Dinge, wenn du das tust, zwei Dinge frag dich bitte. Erste Frage, die du dir stellen solltest, ist, kommst du durstig noch zum Gottesdienst? Also betest du über die Woche hinweg, dass du sagst, Herr,
Am Sonntag, weiß ich, wirst du begießen, und du weißt, was meine Seele braucht. Du weißt, was hineingesprochen werden muss in meinem Leben. Herr, ich bitte dich, pflanze, begieße, arbeite an diesem Tag, dass du kommst mit Erwartung und mit diesem Durst, dass du weißt, der Herr wird im Kontext der Gemeinde zu dir Worte lebendigen Lebens sprechen. Oder bist du durch die Woche schon so übersättigt, weil du ja jeden Tag bedient wirst durch so viele verschiedene Dinge, dass du das gar nicht mehr als ein Geschenk wahrnimmst, dass noch eine Predigt kommt? Dass du so überfüllt bist, dass du das gar nicht mehr aufnehmen kannst? Die zweite Frage ist, gehst du nach Hause nach der Predigt wirklich so, dass du das aufgesaugt hast, was du gehört hast? Und zwar so, dass du, weil ich gieße ja nicht diese Pflanze jeden Tag, weiß gar nicht wie oft, alle 2 Wochen, einmal in der Woche, wie auch immer, je nachdem, was das für eine Pflanze ist. Aber theoretisch sollte sie einige Tage davon damit durchkommen können. Was ich meine damit ist, hörst du dir die Predigt an, gehst nach Hause, denkst nicht weiter über die Predigt nach und klickst dann im Internet rum, was du dir jetzt Spannendes anhören kannst? Verstehst du, dass das ein Problem ist? Holst dir ein Buch raus und denkst, was kann Gott jetzt noch zu mir sagen? Dabei hast du nicht einmal richtig darüber nachgedacht, was der Herr dir gesagt hat am Sonntag? Ist das dein Ernst? Geh nicht so um mit Gottes Wasser, dass alles wieder rausfließt. Gottes Wasser ist kostbar. Wir dürfen ihn nicht verschwenden, was Gott uns hier schenkt. Das bedeutet, wenn Gott zu dir spricht am Sonntag, nimmst du es so zu Herzen, dass du weiter darüber nachsinnst, es bewegst. Dass du dir vielleicht sogar Notizen machst, weil du sagst, hier 10 Anwendungen, ich schreibe die auf und ich habe jetzt die ganze Woche zu tun, diese Anwendungen durchzugehen und in meinem Leben zu schauen, wo ich Dinge verändern muss, wo ich Buße tun muss, wo ich dem Herrn preisen kann für Dinge, die ich sehe, die er tut. Verstehst du? Das Wasser muss länger in dir bleiben, um wirklich Frucht zu bringen. Achte darauf, wie du mit der Predigt von Gottes Wort umgehst. Wenn du dich, und jetzt bitte, hör mir genau zu, wenn du dich überschüttest mit Predigten und mit Inhalten, aber dein Leben nicht genauso reich wird, gleichermaßen an Frucht, dann hörst du dich selbst zum Gericht. Hör mir gut zu. Du hörst dich selbst zum Gericht. Was meine ich damit? Es heißt in Hebräer Kapitel 6, denn ein Land, das den häufig darauf kommenden Regen trinkt, ja, und nützliches Kraut hervorbringt für denjenigen, um deren Willen es auch bebaut wird, für Gott, empfängt Segen von Gott. Gut. Wenn es aber Dornen und Disteln hervorbringt, so ist es unbrauchbar und dem Fluch nahe, der am Ende zur Verbrennung führt. Reichlich Regen, viel, was kommt auf dem Acker. Und was bringt es hervor? Disteln. Nichts. Keine Frucht, kein Ertrag. Keine Auswirkung, die irgendeine Relevanz hätte. Kein Gewinn. Und Gott sagt, Feuer. Feuer. Viel Segnungen gegeben, viel Gottes Wort in deinem Leben. Keine Auswirkung. Oh, ich bin froh, der Hebräerbriefschreiber sagt weiter, wir aber sind, wenn wir auch so reden, im Hinblick auf euch, Geliebte, vom Besseren und zum Heil dienlicheren überzeugt. Ich kann das von Herzen auch über euch sagen. Ich bin im Hinblick auf euch, Geliebte, von einem Besseren zum Heil dienlicheren überzeugt. Aber ich will euch warnen, wem viel gegeben ist, von dem viel verlangt. Wenn du sagst, du liest und du liest und du studierst und hörst hier und dort und fühlst dich immer weiter, aber du hast nicht einen Schritt getan, das umzusetzen, was du gehört hast, du hörst dich zum Gericht. Es heißt in Jakobus Kapitel 1, seid aber Täter des Wortes und nicht allein Hörer, die sich selbst betrügen. Betrüg dich nicht selbst. Du machst dich schuldig, wenn du dir immer mehr auflädst, ohne auch nur eine Sache umzusetzen. Darum nimm dir zu Herzen,
was Gott dir sagt in der Predigt. Lass es nicht durchsickern. Und das meine ich auch beim Bibelstudieren. Auch für dich zu Hause. Dass du nicht einfach so durch die Bibel hindurch liest und nichts davon zu Herzen nimmst. Geh nicht so um mit Gottes Wort. Nimm wirklich auf, was er dir sagt. Das vierte ist: Schätze Menschen richtig ein. Ich verstehe, dass Gott Instrumente benutzt. Ja, er benutzt Arbeiter. Aber diese Männer sind nicht die Ursache für dein Wachstum. Ich erinnere mich, habe ich schon öfter auch gesagt, als ich einmal in London vor dem Grab eines bekannten Predigers stand. Da stand dieser Vers, den ich nicht vergessen habe, drauf. Da heißt es: Fühlst du dich gedrängt, das Instrument zu preisen, so gib Gott die Ehre. Ja, in einem Konzert, einem klassischen Konzert, rühmt man nicht die Geige. Du gehst nicht nach einem Konzert hin und sagst: Geige, das hast du so wunderbar gemacht. Du lobst den Geiger, den Musiker. Und in Korinth fing man an, die Männer zu rühmen. Und das ist völlig falsch. Wir dürfen aus Menschen keine Star-Prediger machen. Wir alle sind Fleisch, wir alle sind normale Menschen. Ich erinnere mich einmal, als ich im Garten die Pflanzen goss, also Salat und so weiter. Und das tat ich mit meinem kleinen Sohn. Und ich hatte eine große Gießkanne und mein Sohn hatte eine kleine Gießkanne. Und als wir so die Pflanzen gossen, überlegte ich mir so: Interessiert das eigentlich die Pflanzen, ob sie jetzt getränkt werden durch die große Gießkanne oder durch die kleine? Ist das relevant für die Pflanzen? Also die Pflanzen, die freuen sich, wenn sie Wasser bekommen. Darum geht es. Das ist die Hauptsache. Sie bekommen Wasser. Wir brauchen nicht diese großen Star-Prediger so, als könne Gott uns nicht das Gleiche geben durch Unbekannte, durch keine Star-Prediger. Wir sind dankbar für die Großen und wirksamen und die überall bekannt sind, aber geht es nicht um das Wasser, das sie ausschenken? Geht es nicht darum? Geht es nicht um Gottes Wort? Es geht nicht um die Instrumente als solches. Es geht um Gott. Lasst uns aufhören, Menschen zu vergöttern. Und das bedeutet auch: Erwarte nicht von allen Predigern das Gleiche. Es heißt doch hier: Was ist denn Apollos und was ist Paulus? Diener, durch die ihr gläubig geworden seid, und zwar wie der Herr einem jeden, also Diener, gegeben hat. Gott hat einem jeden Diener das gegeben, was er nutzen kann, also unterschiedliche Begabungen, um in der Gemeinde zu dienen. Das bedeutet, nicht jeder Prediger, nicht jeder Mitarbeiter kann das Gleiche und ist in dem Gleichen gut. Es gibt Unterschiede. Manchmal auch große Unterschiede. Und dann kam Apollos und die sagen: Ja, der kann viel besser predigen als dieser Paulus. Gott gibt unterschiedliche Begabungen. Alles kommt von Gott. Und er benutzt Instrumente, wie er es will. Darum schaut doch darauf, was Gott tut. Nun, und wenn Paulus sagt, dass Apollos und Paulus nichts sind, ja, und dass sie ja nur Instrumente sind, dann bedeutet das nicht, dass wir Prediger respektlos behandeln dürfen. Ganz im Gegenteil, 1. Thessalonicher Kapitel 5 heißt es: Wir bitten euch aber, Brüder, dass ihr die anerkennt, die unter euch arbeiten und euch auch vorstehen im Herrn und euch unterweisen oder zurechtweisen, und dass ihr sie ganz besonderer Liebe achtet um ihres Werkes willen. Also Prediger sollen wir besonders ehren und besonders lieben, aber niemals so, dass wir sagen, dass sie Dinge tun würden, die Gott allein zustehen. Wir sollen sie lieben, wie wir uns alle lieben sollen und respektieren, wie wir uns alle respektieren sollen. Und die unter uns arbeiten, sollen wir besonderer Liebe wert achten. Aber rühme niemals den Diener. Ich will das nicht hören von euch, dass irgendeiner nach einer Predigt zu mir kommt und irgendwas mich loben würde. Och, kommt sowieso kaum vor. Aber ich will es nur sagen, ja. Lasst es. Lasst es. Und ich weiß auch, warum ihr es nicht macht, weil ihr auch wisst, dass ich das nicht will. Was mich freut, ist, wenn ihr mir erzählt, wie das Wort Gottes unter euch wirkt. Wenn ihr mir erzählt, was Gott tut in eurem Leben. Gott tut in eurem Leben. Dann freue ich mich.
Berühme den Herrn und preise ihn für sein Werk und fang nicht an, Menschen zu rühmen. Hab die richtige Einstellung Menschen gegenüber. Das ist wichtig. Das fünfte ist, bitte dem Herrn um Arbeiter. Bete für die Arbeiter. Bitte dem Herrn um Arbeiter und bete für die Arbeiter. Ihr kennt dieses bekannte Wort in Lukas 10. Er aber sprach zu ihm, Jesus, die Ernte zwar ist groß, die Arbeiter aber sind wenige. Bittet nun den Herrn der Ernte, dass er Arbeiter aussende in seine Ernte. Wünschst du dir treue, geheiligte Arbeiter, dann bete doch dafür. Wünsche dir, dass wir Arbeiter in unserer Mitte haben, die wirklich so treu arbeiten, dass sie Gott die Ehre geben, dass sie sich nicht selbst in den Mittelpunkt stellen, sondern dass sie so arbeiten, dass Gott so durch sie wirkt, dass Frucht entsteht. Nun, dann bete doch dafür. Dass wir Männer haben, die den heiligen Samen ausstreuen und nicht Unkraut säen. Dass wir Männer haben, die klares Wasser der Schrift ausgießen, das reine Wasser des Wortes Gottes für dürstige Seelen. Bete darum. Denn Gottes Acker steht in der Gefahr, dass böse und falsche Arbeiter eindringen und Unkraut sehen. Paulus warnt und sagt in 2. Korinther, er schreibt es an die Korinther, 2. Korinther 11, Vers 13, da sagt er, denn solche sind falsche Apostel, betrügerische Arbeiter, die die Gestalt von Aposteln Christi annehmen. Von außen tun sie so, als seien sie treue und heilige Mitarbeiter, doch sie sind betrügerische Arbeiter. In Jeremia 12 beschreibt Gott diese falschen Arbeiter und sagt, mein Feldstück ist zertreten. Sie haben mein kostbares Feldstück zur Wüsteneinöde gemacht. Man hat es zur Einöde gemacht. Verödet trauert es vor mir. Das ganze Land ist verödet, weil niemand es zu Herzen nimmt. Eine gute Beschreibung für Deutschland. Gemeinden, wo eigentlich Leben dort sein sollte. Wo einst vielleicht ein Acker war, wo treue Männer dienten, wo Wachstum entstand, ist heute Einöde. Lasst uns doch dafür beten, dass der Herr Gnade hat mit uns. Dass wir als Gemeinde Gründung Frankfurt, die wir aus uns selbst nur Unkraut hervorbringen, Dorn und Disteln, dass der Herr solch eine Gnade mit uns hat, dass er wirkt und dass er Männer einsetzt, die so dienen, wie es ihm gefällt. Darum hört nicht auf, für Älteste und Diakone zu beten. Dass der Herr Fähigkeiten und Gaben schenkt, Weisheit, gute Arbeiter zu sein, die den reinen Samen und das reine Wasser ausgießen und aussehen. Betet dafür. So, das waren die fünf im Blick auf den Acker. Wir als Gemeinde. Und jetzt noch fünf aus dem Blick der Mitarbeiter. So. Dieser Text redet natürlich in erster Linie von Predigern und von Pastoren, aber das Erste, was ich dir sagen möchte, ist, erkenne, dass du ein Diener Gottes bist, dass du ein Mitarbeiter Gottes bist. Ja, Paulus sagt, wir sind die Mitarbeiter und ihr, Gemeinde, seid Gottes Ackerboden. Und nun könnte man denken, ja, dann kann ich mich doch in Ruhe zurücklehnen und mich schön bearbeiten lassen, ja. Mich bedienen ja schließlich andere. Ich kann passiv sein, so wie ein Boden, ja. Komm in den Gottesdienst, lass mich berieseln. Ist doch alles schön und gut. Gott ist es doch, der Wachstum schenkt und er hat da seine Diener. Da bin ich doch fein raus, oder? Die Bibel lehrt, dass jeder Christ in gewisser Weise ein Mitarbeiter ist auf diesem Feld in der Gemeinde. Jeder. Jeder einzelne gläubige Christ. Paulus schreibt ja später den Korinthern in Kapitel 12, es gibt aber Verschiedenheiten von Gnadengaben, aber es ist derselbe Geist. Und es gibt Verschiedenheiten von Diensten, es ist derselbe Herr. Und es gibt Verschiedenheiten von Wirkungen, aber es ist derselbe Gott, der alles in allem wirkt. Also Gott ist es, der wirkt. Jedem aber wird die Offenbarung des Geistes zum Nutzen gegeben. Jeder hat etwas durch den Heiligen Geist, was zum Nutzen für die ganze Gemeinde dient. Paulus beschreibt das auch in Römer Kapitel 12, redet von den verschiedenen Dingen, die Gott uns gegeben hat und sagt dann, nun lasst uns doch nach der Gnade, die uns gegeben wurden, die Gnadengaben auch gebrauchen. Jeder von uns. Und wohl das bekannteste Wort aus Epheser 4, Vers 11, da heißt es,
Und er hat die einen als Apostel gegeben und die anderen als Propheten, die anderen als Evangelisten und die anderen als Hirten und Lehrer. Und wozu? Zur Ausrüstung der Heiligen für das Werk des Dienstes, für die Erbauung des Leibes Christi. Was Paulus hier sagt ist, gut, es gibt Prediger, Apostel, Propheten, Evangelisten, also Pastoren und Lehrer. Und was tun die? Die arbeiten, die pflanzen, die bewässern, die säen, ja. Wozu? Damit alle in der Gemeinde so bestärkt werden und so ausgerüstet werden, dass sie gute Werke tun können, dass sie selbst dienen können. Wozu ist also der Prediger, der Diener da? Wozu predigt er? Damit jeder Hörer so ausgerüstet wird, so begabt wird, so gelehrt wird, dass er selbst dienen kann und sich einsetzen kann als Mitarbeiter in der Gemeinde. 1. Petrus 4, Vers 10. Wie jeder eine Gnadengabe empfangen hat, so dient damit einander als gute Verwalter der verschiedenartigen Gnade Gottes. Also denk nicht, du könntest in der Gemeinde auf Gottes Acker passiv rumstehen. Wenn Gott dich ruft auf sein Acker, dann auch um zu arbeiten. Es gibt viel zu tun. In Matthäus 20, Vers 6 heißt es, als er aber um die 11. Stunde hinausging, fand er andere stehen und spricht zu ihnen, was steht ihr hier den ganzen Tag müßig? Was steht ihr hier so rum? Sie sagten zu ihm, weil niemand uns eingestellt hat. Er spricht zu ihnen, geht ihr hin in mein Weinberg. Es gibt Arbeit zu tun im Reiche Gottes. Verstehe, dass du eine Pflicht hast, dich einzubringen. In Galater 6 heißt es, lasst uns aber im Gutes tun nicht müde werden, denn zur bestimmten Zeit werden wir ernten, wenn wir nicht ermatten. Aber du wirst doch nur ernten, wenn du auch gesät hast, oder? Lasst uns also nun, wie wir Gelegenheiten haben, allen gegenüber das Gute wirken, am meisten aber gegenüber den Hausgenossen des Glaubens. Du wirst ernten, wenn du sähst, tust du das. Und lass uns darauf achten, wir sind Gottes Mitarbeiter und nicht Gottes unser Mitarbeiter. Manchmal tut man so, als ob wir irgendwie was planen, was vorhaben und dann beten wir zu Gott, Herr, du weißt ja, wir haben dieses und jenes vor, schenk uns doch bitte deine Hilfe. So als ob Gott unser Mitarbeiter wäre. Gott ist nicht unser Mitarbeiter, wir sind seine Mitarbeiter. Wir haben zu tun und zu lassen, was er sagt. Und er verdient es, dass wir arbeiten und dass wir Frucht bringen. Ich will euch etwas sagen, ein wichtiges Wort aus Lukas 17. Jesus sagt das und Jesus sagt das auch zu dir jetzt. Lukas 17, Abvers 7. Wer aber von euch, der einen Sklaven hat, der pflügt oder hütet, wird zu ihm, wenn er vom Feld hereinkommt, sagen, komm und leg dich sogleich zu Tisch. Wird er nicht vielmehr zu ihm sagen, richte zu, was ich zu Abend essen soll, gürte dich und diene mir, bis ich gegessen und getrunken habe, und danach sollst du essen und trinken? Dankt er etwa dem Sklaven, dass er das Befohlene getan hat? Ich meine nicht. So sprecht auch ihr, wenn ihr alles getan habt, was euch befohlen ist. Wir sind unnütze Sklaven, wir haben getan, was wir zu tun schuldig sind. Worte des Herrn Jesus Christus. Harte Worte. Du bist schuldig zu tun, was der Herr dir befohlen hat, und du solltest keinen Dank dafür erwarten. Das ist das, was er sagt. Es ist deine Pflicht. Du lebst nicht für dich selbst. Du bist sein Diener. Darum überleg dir gut, was ist deine Aufgabe? Wo dienst du? Wo arbeitest du mit? Ihr wisst doch, dass bei den ersten Baptisten, frühen Baptismus in Deutschland, die Frage immer wieder gestellt wurde, wenn Menschen in die Gemeinde aufgenommen wurden. Die Frage war, was wirst du für Christus tun? Was? Wo bringst du dich ein mit dem, was Gott dir gegeben hat? Auch du bist ein Mitarbeiter. Wo setzt du dich ein für den Wachstum des Ackerbodens Gottes? Das zweite ist, denke nicht zu hoch von dir. Wenn du arbeitest, wenn du viel tust, wenn du merkst, Gott hat dir Gaben gegeben, dann vergiss nicht, dass du nur ein Instrument bist. Was sagt Paulus über die Mitarbeiter? Er sagt, sie sind nichts, wir sind nichts, wir sind Gottes Diener. Es ist ein herrliches Vorrecht, Gott zu dienen, aber die Gießkanne hat keinen Ruhm. Gießkanne hat keinen Ruhm. Was ist denn Apollos und was ist Paulus? Diener. Diener. So ist weder der da pflanzt etwas, noch der da begießt.
Darum sprich, wie Jesus dir gerade gesagt hat. Wir sind unnütze Sklaven, wir haben getan, was wir zu tun schuldig waren. Bewahre die Demut. Denke nicht, du wärst etwas Großes, weil der Herr dich gebraucht, sondern erkenne, dass der Größte im Reich Gottes der Geringste ist, der Diener aller anderen, der sich am kleinsten macht. Wir sind Angestellte Gottes. Und versteh das, wenn Gott dich gebraucht, Gott kann auch jemand anderen nehmen. Wenn du dich rühmst und meinst, du kannst dir auf die Schulter klopfen für das, was der Herr durch dich wirkt, denke daran, Gott kann auch jemand anderen nehmen. Das dritte ist, konkurriere nicht mit den Mitarbeitern. Das heißt in Vers 8, der aber pflanzt und der begießt sind eins. Paulus sagt, sie sind eins. Als Jugendlicher arbeitete ich mal für eine gewisse Zeit im Sommer in England an einem Weinberg. Und wir haben alle an diesem einen Weinberg gearbeitet und ich sag euch, es gab keine Konkurrenz. Wir hatten ja alle eine Aufgabe und ein Ziel. Wir wollten diesen Weinberg pflegen. Alle wurden bezahlt dafür. Es macht keinen Sinn, im Reiche Gottes zu konkurrieren. Wir konkurrieren nicht, wir kooperieren. Wir ziehen an einem Strang. Wir arbeiten Schulter an Schulter. Wir sind aufeinander angewiesen, wir brauchen einander, denn keiner von uns hat alle Gaben. Wir brauchen einander. Der Seemann braucht den, der begießt, denn sonst geht der Same nicht auf. Und der Bewässerer, der braucht erst gar nicht anfangen zu begießen, wenn kein Same gesät wurde. Wir brauchen einander. Wir brauchen die Gaben des anderen. Wir arbeiten nicht gegeneinander, wir arbeiten miteinander. Ärgere dich darum nicht, wenn du siehst, dass jemand gebraucht wird vom Herrn. Freu dich darüber. Selbst wenn er vielleicht dann Dinge tut, die du eigentlich meinst, dass du sie doch tun könntest. Sei nicht neidisch. Freue dich und vergleiche dich nicht mit anderen. Und ärgere dich niemals, ich sag euch das, wenn morgen hier 10 Meter weiter eine Baptistengemeinde gegründet werden würde und die wird in einer Woche doppelt so groß wie wir und so weiter und so fort. Lasst uns dem Herrn dafür preisen. Lass uns ihm loben. Denn im Reich Gottes gibt es keine Konkurrenz. Wir vergleichen nichts. Wir arbeiten auf ein und demselben Feld. Und was wir wollen, ist, dass dem Herrn die Ehre gegeben wird. Keinem Menschen, keiner Denomination, keiner Bewegung. Dem Herrn. Dem Herrn allein. Im Reich Gottes gibt es keine Konkurrenz. Darum vergleiche dich nicht, misse dich nicht mit anderen, sondern arbeite Schulter an Schulter in der Gemeinde. Das vierte ist, suche keinen Ruhm vor Menschen, sondern erwarte den Lohn allein von Gott. Der aber pflanzt und der begießt sind eins, jeder aber wird seinen eigenen Lohn empfangen nach seiner eigenen Arbeit. Jeder bekommt Lohn für seine eigene Arbeit, nicht für die Arbeit des anderen, sondern jeder für seine eigene Arbeit. Paulus schreibt später in 1. Korinther 15 ab Vers 58, daher, meine geliebten Brüder, seid fest, unerschütterlich, allezeit überreich im Werk des Herrn, da ihr wisst, dass eure Mühe im Herrn nicht vergeblich ist. Seid reich in guten Werken, arbeitet fleißig im Werk des Herrn, eure Mühe ist nicht vergeblich. Hebräer 6, Vers 10. Denn Gott ist nicht ungerecht, euer Werk zu vergessen und die Liebe, die ihr zu seinem Namen bewiesen habt, indem ihr den Heiligen gedient habt und dient. Gott vergisst dein Werk nicht und er wird es lohnen. 2. Johannes, Vers 8. Seht auf euch selbst, damit ihr nicht verliert, was ihr erarbeitet habt, sondern vollen Lohn empfangt. Weißt du, wenn du viel arbeitest im Reich Gottes, wenn du Dinge tust und vielleicht manchmal auch kaputt bist, weil du denkst schon wieder dieses oder jenes und eigentlich willst du dich lieber ausruhen oder was anderes machen und du arbeitest und vielleicht sieht das gar kein Mensch. Vielleicht lobt dich gar kein Mensch. Vielleicht lohnt dich gar kein Mensch. Der Herr sieht, was du tust. Er kennt deine Werke. Und er wird lohnen. Jeden für seine Arbeit. Aber Achtung, jeder empfängt Lohn für seine eigene Arbeit und nicht für die Auswirkung seiner Arbeit. Also, stell dir mal vor, ein Seemann arbeitet den ganzen Tag, ja, Bauer, ja, und er arbeitet und er bewässert, er macht alles richtig, aber es passiert nichts, weil die Sonne vielleicht nicht scheint.
Wird der Mann, der ihn angestellt hat, ihn jetzt nicht bezahlen? Nein, worauf es ankommt, ist, dass er seine Arbeit treu gemacht hat und das ausgeführt hat, was der Herr ihm gesagt hat. Gott bezahlt uns nicht für das Ergebnis unserer Arbeit, er bezahlt uns für die Treue unserer Arbeit, dass wir das getan haben, was wir tun sollen. Manche deiner Arbeiten, die du oder Dinge, die du vielleicht treu tust, vielleicht siehst du gar keine Auswirkung. Vielleicht säst du auch und ein anderer erntet. Und du kriegst davon überhaupt nichts mit. Du wirst aber nicht gerichtet werden einfach für das Ergebnis. Du wirst gerichtet werden anhand deiner Treue. Darum frage dich, bist du faul? Bist du faul im Reiche Gottes? Setzt du nicht all die Gaben ein, die Gott dir gegeben hat? Sondern vergräbst du vielleicht die Talente, die er dir gegeben hat. Gott wird dich richten. Du wirst Rechenschaft ablegen müssen vor Gott für deine Mitarbeit im Kontext der Gemeinde. Darum warnt ja Jakobus und sagt in Kapitel 3, ihr werdet nicht viele Lehrer, meiner Brüder, da ihr wisst, dass wir ein schwereres Urteil empfangen werden. Denn wie viel anvertraut wurde, von dem wird auch viel erwartet. Was tust du mit den Gaben, die Gott dir gibt? Er wird dich richten und er wird dich belohnen. Es wird überhaupt nicht gesagt, wie der Lohn aussieht. Aber er wird es tun. Er wird dich lohnen. Über dieses Gericht, auch über die Werke, wollen wir nächsten Sonntag mehr nachdenken. Das fünfte und letzte ist: Erwarte nicht von dir etwas, was du selbst nicht leisten kannst. Was ist denn Apollos und was ist Paulus? Diener, durch die ihr gläubig geworden seid, und zwar wie der Herr einen jeden gegeben hat. Ich habe gepflanzt, Apollos hat begossen, Gott aber hat das Wachstum gegeben. Gott allein schenkt Wachstum und nicht du. In Psalm 65 heißt es: Du hast das Land heimgesucht und hast es überschüttet. Du bereicherst es sehr, Gottes Bach ist Vollwasser. Du bereitest ihnen Getreide, wenn du das Land so bereitest. Du tränkst seine Furchen, ebnest seine Schollen, du erweist es mit Regengüssen, segnest sein Gewächs. Du hast das Jahr deiner Güte gekrönt und deine Spuren triefen von Fett. Es triefen die Weidenplätze der Steppe und mit Jubel umgürten sich die Hügel. Die Weiden bekleiden sich mit Herden und die Täler bedecken sich mit Korn. Sie jauchzen, ja, sie singen. Gott allein kann uns als Gemeinde Wachstum schenken. Und wenn wir auch arbeiten und wenn wir auch aussehen, lass uns doch vom Herrn alles erwarten. Und darum lass uns im Glauben, im großen Vertrauen, dass der Herr Wachstum schenken kann, wirken. In Prediger 11 sind diese ermutigenden Worte, da heißt es: Wer auf den Wind achtet, wird nie säen, und wer auf die Wolken sieht, wird nie ernten. Am Morgen sähe deinen Samen, und am Abend lass deine Hand nicht ruhen, denn du weißt nicht, was gedeihen wird, ob dieses oder jenes oder beides zugleich gut werden wird. Wir wissen nicht, was gedeihen wird. Der Herr mag es schenken. Was wir tun müssten, ist arbeiten. Unsere Hand darf nicht ruhen. Wir müssen sowohl am Morgen als auch noch am Abend säen und darauf vertrauen, dass der Herr etwas tut. Wir müssen es dem Herrn überlassen. Und darum möchte ich dir auch sagen, sei getrost jetzt in der Gemeindegründungszeit. Weißt du, bei einem Acker braucht man auch Geduld. Diese Frucht, die wächst nicht von heute auf morgen. Wir müssen gerade warten, dass die Gemeinde wirklich so gegründet wird, wie wir sie haben wollen. Es braucht seine Zeit. Wir wollen nicht einen Acker haben, der letztendlich keine Frucht bringt. Wir wollen reiche Frucht, damit wir uns rühmen können. Nein, weil der Herr es wert ist. Damit der Herr gerühmt wird. Dazu brauchen wir fähige Mitarbeiter. Dazu brauchen wir den Segen des Herrn. Wir können aussehen, aber wenn der Herr nicht den Segen dazu schenkt, nun dann wird all das vergeblich sein. Und darum lasst uns das eine nicht von uns erwarten, Wachstum, sondern lasst uns treu sein mit den Dingen, die Gott uns gegeben hat.
Lass uns das allesamt gemeinsam einsetzen und dann glauben, dass der Herr Wachstum schenkt. Dass der Herr Wachstum schenkt zu seiner Ehre. In diesem Jahr und darüber hinaus. Möge der Herr das schenken. Amen. Lasst uns aufstehen und miteinander beten. Unser geliebter Herr, Gott und Vater im Himmel, wir wissen, dass wir in uns selbst fruchtlos sind, dürres Land und nichts als Unkraut hervorbringen. Wir wollen dich preisen, Vater, dass es dir gefallen hat, dieses dürre Land zu erwählen, deinen Samen auszustreuen, dein Wasser zu senden, Leben und Wachstum zu geben um deines Namens willen. Du hast uns erkauft durch dein eigenes Blut, Herr Jesus Christus. Wir sind dein. Und du selbst bringst in uns hervor, was dir gefällt. Wir bitten dich, vergib uns auch all unsere Schuld im vergangenen Jahr, wo das Jahr nicht reich gekrönt war mit Frucht um deines Namens willen, zu deiner Ehre, sondern wo wir wenig gewachsen sind, wo wir hätten größere Fortschritte machen sollen, vergib uns. Wo wir geduldet haben, dass Unkraut wächst, wo wir nicht auf deinem Acker treu standen, wo wir nicht von ganzem Herzen das aufgenommen haben, was du uns sagst, sondern wo wir gleich vergessen haben, was du zu uns geredet hast. Herr, vergib uns. Wir danken dir, dass du uns Glauben geschenkt hast, und wenn er auch noch so klein sein mag wie ein kleiner Korn. Herr, hilf unseren Unglauben. Schenk uns Glaubenswachstum. Wir bitten dich, hab Erbarmen mit jedem einzelnen von uns, dass wir alle nicht dieselben bleiben, sondern große Fortschritte machen in diesem Jahr. Herr, dass wir Frucht bringen im Charakter und in den Werken, dass du, wenn du kommst, nicht nur Blätter vorfindest, sondern Früchte, Herr, die dir gefallen. Wir bitten dich, dass du Männer ausrüstest in unserer Mitte, die pflanzen und die bewässern und die treu sind, die dein Wort in Reinheit ausstreuen, die dein Wort in Reinheit ausgießen. Schenke Mitarbeiter, o Herr, befähige du uns, gieße deine Gaben aus. Und dann hilf, dass wir diese Männer nicht loben und rühmen, als wären sie Gott, sondern dass wir alle Zeit dich allein verherrlichen in unserer Mitte. Darum schenk demütige Älteste und Diakone, die dir allein dienen, die nicht ihre Ehre suchen, sondern alle anderen Diener sind, o Herr. Wir bitten dich, dass du eine Gemeinde gründest, die feststeht, ein Ackerfeld, das reiche Frucht bringt, Herr. Schenke Wachstum und schenke uns die Geduld, das Ausharren und die Treue, mitzuarbeiten. Und Herr, ich flehe dafür, wenn einer nur hier ist, der noch nicht Glauben hat. Herr, dann schenke heute rettenden Glauben durch dein Wort. Umkehr und Buße, Hinwendung zu dir und Vergebung aller Schuld. Herr, dass du die Frucht der Buße bewirkst. Darum bitten wir dich. Herr, wir flehen, dass dieses Wort, das wir jetzt gehört haben, bleibt in unserem Herzen und die Wurzeln des Glaubens drängt und Wachstum schenkt, Herr. Zu deiner Ehre allein und im Namen Jesu beten wir das. Amen.